Und das, obwohl Deutschland zweifellos seit Jahrzehnten ihre Heimat ist. Sehr geehrte Damen und Herren, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Hier leben Menschen aus aller Welt. Vielfalt ist hier Normalität und die Grundlage unseres Wohlstands. Und um den zu halten, braucht die deutsche Wirtschaft gerade heute mehr und nicht weniger Zuwanderung. Immigration wird also eine Dauerauftrage bleiben und damit auch die Integration. Dabei verschließen wir nicht die Augen vor den Herausforderungen. Wir lassen uns aber auch nicht von populistischen Scheinlösungen in die Irre führen. Deshalb eines vorweg. Kulturelle Unterschiede sind nicht pauschal Ursache für Integrationsprobleme. Dieser Schluss greift zu kurz und ist einfach falsch. Was sind aber die Ursachen? Ein Blick auf die bisherige Integrationspolitik zeigt die Fehler der Vergangenheit. Statt Menschen vollumfänglich in unserer Gesellschaft aufzunehmen, wurden Zugewanderte bloß als Arbeitskräfte aufs Zeit gesehen. Gerade von der Gastarbeitergeneration wurde erwartet, unsere Wirtschaft zwar aufzubauen, dann aber wieder in ihre Heimatländer zurückzukehren. Bei anderen sorgten Kettenduldungen und jahrelange unsichere Aufenthaltsperspektiven dafür, dass sie hier nie richtig ankommen konnten. Oft gingen fehlende Rechte und einher mit fehlenden Sprachkursangeboten. Wie soll sich jemand integrieren, der nur schuftet und keine Zeit hat, die Sprache zu lernen? Eine weitere Ursache für Integrationsprobleme sind die zu oft hetzerischen Debatten, gerade auch bei uns im Parlament. Wir haben es ja vor meiner Rede hier mitbekommen. Anstatt allen Menschen, die mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen gleichermaßen zu respektieren, redet die Union immer noch von ihrer Leitkultur. In die gleiche Kerbe schlägt die AfD auch mit ihrem heutigen Antrag. Was passiert, wenn wir uns vom Misstrauen leiten lassen und unsere Vielfalt als Bedrohung sehen? Ich sage es Ihnen. Eine solche voreingenommene und argwöhnische Haltung, gerade hier im Parlament, führt dazu, dass sich Menschen nicht als Teil dieses Landes fühlen. Und es führt dazu, dass andere noch mehr Angst bekommen und zunehmend unsicher fühlen. Und genau dieses Gefühl ist es, was das Zusammenleben in unserem Land erschwert, was Integration scheitern lässt und schlussendlich auch unsere Demokratie schwächt. Wir sollten hier Debatten führen, die das Misstrauen überwinden und den Zusammenhalt stärken. Dazu gehört auch, dass wir eine gute und solidarische Politik für unser Land machen. Ich bin deshalb froh, dass wir in der Ampelkoalition einen Paradigmenwechsel in der Migration- und Integrationspolitik erreicht haben. Ob Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Chancenaufenthaltsgesetz, oder die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, was heute in Kraft tritt. Dafür möchte ich allen, die dazu beigetragen haben, auch noch mal ganz herzlich danken. Ja, das ist in Ihren Augen so, Herr Amthor. Vielleicht sollten Sie sich da ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Über all dem steht ein Ziel. Wir wollen eine inklusive und offene Gesellschaft mit gleichen Rechten und Pflichten für alle hier lebenden Menschen. Denn wir wissen, kulturelle Vielfalt ist ein Gewinn für unsere Gesellschaft. Unterschiedliche Sichtweisen, Erfahrungen und Traditionen bereichern unser Zusammenleben und steigern den Wohlstand unseres Landes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir alle tragen Verantwortung für unser Land, in dem wir leben, arbeiten und auch alt werden wollen. Ich wünsche mir, dass unsere Kinder und Enkelkinder in einer Stadt, in einem Land aufwachsen, in dem es keine Rolle spielt, woher sie kommen, welche Hautfarbe oder Religion sie haben. Für die Freiheit in Deutschland selbstbestimmt zu leben, dafür stehen wir und dafür machen wir Politik. Vielen Dank.